Spaß haben, nicht abschlappen, wird schon klappen mit dem Eggechecken. Hallo Mama, hallo Papa. Hier ist ein riesengroßes, fettes Monster, was mit großen Schritten euer Haus zertreten wird. Herzblut ist so oder so dabei, aber ich kann schon sagen, dass es wirklich ein Monster ist. Das betrifft den Sound, das betrifft die Songs und es ist schon ziemlich gewaltig und deswegen, also es ist sehr stimmig tatsächlich mit dem Cover und mit dem ganzen Artwork und den Songs zusammen ist es wirklich eine, ja, ein Riesenmonster, was jede Stadt platt walzen kann. Deswegen, also daher kommt auch die Idee mit dem Godzilla vorne auf dem Cover. Ich kann mich erinnern, dass mal jemand gesagt hat, dass der uns live gesehen hat, dass wir live wirken oder dass wir klingen wie ja, wie Godzilla mit einem Grinsen auf dem Gesicht. So, und daher kommt so die eigentliche Idee und das hat sich irgendwie bei uns mal auch im Bandinfo dann so festgehaftet und ja, dann ist der Song entstanden, With a Grin, und für uns war das dann einfach schlüssig, dass wir das Ganze wie ein Monster behandeln und dann letztendlich die Platte auch so nennen, also Monsters Live. Und für uns ist es eine runde Sache und fühlt sich auch so an. Song With A Grin hat ja die Zeile Godzilla With A Grin. Und da ist das, Godzilla ist eine Metapher für ein Monster. Wir hätten eigentlich auch King Kong nehmen können. Ja, aber das hat sich nicht ergeben. Und aus diesem Songtitel oder aus der Titelzeile ist der ganze Rest rausgekommen. Also die Echse auf dem Cover, der Titel A Monster's Life ist eine Zeile aus dem Song. Wir können uns einigen auf Folgendes. Godzilla ist ein cooles Monster, deshalb ist es komplett okay, wenn die Metapher aus dem Song sich fortsetzt in andere Bereiche des Albums, des Artworks, weil es eben cooler ist. Genau das ist passiert. Der hat, nachdem wir anderthalb Jahre an Songs rumgebastelt haben, sagen können, Leute, denkt mal drüber nach, der Refrain ist kacke. Oder der ist zu lang. Oder hier gehört kein Gitarrensolo rein. Der hat lustigerweise auch Sachen natürlich anders gesehen als wir. Der hat so Sachen gesagt, wie spielt das doch mal in Dur. Das ist natürlich Dur, Hell Satan, gibt kein Dur, aber er hat recht gehabt. Ja. Und die Arbeit mit Jakob war deshalb sehr, sehr ergiebig. Der hat die Songs besser gemacht und uns natürlich einfach einen guten Sound verpasst, weil mit unseren Bordmitteln war irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht, ganz einfach. Man hört es einfach und der hat halt eine kritische Meinung gehabt. Wir haben den ja auch eingeladen, vor den Aufnahmen war er zur Vorproduktion in Würzburg. Da saßen wir in Fabs Kellerstudio, wo wir die anderen Platten alle aufgenommen haben und mindestens mal geschrieben. Und wir sind alle Songs durchgegangen und haben ganze Refrains umgestrickt. Oder Chorus-Riffs zu Solo-Teilen gemacht und so weiter. Einfach nur, damit die Songs mehr zum Punkt kommen. Und die sind natürlich von einem Gitarristen geschrieben und von anderen Gitarristen mit arrangiert und so weiter. Dann ist alles sehr rifflastig und Jakob hat den anderen Blick reingebracht. Und diesmal war es so, dass wir quasi erst Texte geschrieben haben und
teilweise auch, weil Fabs eben in seiner kreativen Phase war und dann irgendwie durchgeklingelt hat und gesagt hat, Leute, macht mal Texte, ich brauche Texte. Und zwar hat er dann quasi auf die Texte die Songs geschrieben. Und das war auch mal eine ganz neue, erfrischende Arbeitsweise, weil so wieder ganz andere Perspektiven entstehen. Und ja, also wirklich eine kreative Schaffensphase und so war der Arbeitsweg. Genau, also wir haben dann Texte quasi vorgeliefert. Fabs hat dann eine Demospur drüber gesungen und dann haben wir uns wieder zusammengesetzt. Also es war wirklich in diesen 3 Jahren, das war nie Stillstand oder so, also es ging immer Stück für Stück, phasenweise haben wir an den Songs dann gearbeitet, bis wir zum Schluss gesagt haben, das ist cool, damit können wir uns anfreunden. Und dann erst kam Jakob dazu, der dann nochmal sehr viel umgeworfen hat. Aber so alles in allem war das, ist das jetzt schlüssig, ja, und macht auch Sinn. Also bei uns ist es ja immer so, da das im echten Leben ja mein Beruf ist, Videos zu machen, entscheiden wir zusammen, was denn für welches Lied es Sinn macht, ein Video zu produzieren. Und da war bei uns natürlich Long Time Coming auf jeden Fall einstimmig an erster Stelle. Und ich muss zugeben, ich habe relativ freie Hand, was die Umsetzung von der Thematik angeht. Natürlich scribble ich das alles und schicke das rum und mache so ein kleines Storyboard und ja, die Idee ist irgendwie in meinem Kopf gewachsen. Also ich habe natürlich, wenn ich dann irgendwie die Augen zumache und den Song höre, dann weiß ich genau, wie sich das anfühlen muss. Und dann versuche ich das natürlich auch so umzusetzen. Und das war in dem Fall eben unsere Bandszene. Da haben wir uns einen super Kameramann mit dazu geholt, der das für uns gefilmt hat, weil ich dann natürlich nicht parallel auch noch hinter der Kamera stehen kann. Und die anderen Szenen zu A Long Time Coming sind im Greenscreen-Studio entstanden und tatsächlich dann so in Eigenregie. Das ist bei uns immer schwierig, weil wir oft nicht irgendwie, wir kommen aus verschiedenen Städten, da alle auf einen Haufen zu kriegen und ein richtig cooles Musikvideo in verschiedenen Locations zu machen, ist nie machbar und dann ist das immer so ein Zwischending.